betrachtet. Moment, das hat. Das ist interessant, auf jeden Fall. Genau. Das ist doch hochinteressant, genau. So, was ist denn das jetzt hier? Da kann ich da nicht scrollen, wenn das da drin ist. Wirklich so, hallo. Einen Guten Tag. Ja. wunderschönen guten Abend allen denen, die hier schon bei Zoom in der Runde versammelt sind. Ich würde kurz alle bitten, eigentlich sind alle stumm geschaltet. Ich weiß nicht, wer hier Redeberechtigung erlangt hat oder sich verschafft hat. Ich würde alle bitten, sich stumm zu schalten und auch die Kamera auszulassen. Und freue mich dann sehr, Sie hier alle willkommen zu heißen und Ihnen einen schönen guten Abend wünschen zu können. Ich bin Julia Kromer, arbeite im Senckenberg-Stab Wissenschaftskoordination, bin dort zuständig unter anderem für Transfer, verschiedene Veranstaltungen und diese Vortragsreihen und heiße Sie jetzt willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Bauplan der Natur, wie Genomik unseren Blick auf die biologische Vielfalt revolutioniert. Ich zeige Ihnen hier jetzt noch mal kurz einen Überblick über die Reihe. Wir sind jetzt hier fast schon in der Mitte mit dem heutigen Abend, haben noch 5 weitere Abende vor uns, wo es dann um Anpassung an Umwelt und Klima geht, an Umwelt-DNA, die uns einen Blick in die Vergangenheit erlaubt, über die Grundlage genomische Forschung, die ganz neue Möglichkeiten erlaubt, die Biodiversität zu erforschen und dann auch über die genetische Vielfalt als wichtige Ressource heutzutage im wirtschaftlichen Sinn. Wir haben heute Abend jetzt, halt nein, bevor ich das jetzt hier schon preisgebe, nochmal die kurz üblichen technischen Hinweise, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, an alle, die auf Zoom und YouTube teilnehmen. Bitte ich Sie, Ihre Fragen direkt im Chat dort zu stellen. Ganz dringende Verständnisfragen können Sie sehr gerne schon während des Vortrags stellen. Die inhaltlichen Fragen, die normalen inhaltlichen Fragen, werden wir dann am Ende aufgreifen und gemeinsam diskutieren. Nochmal der Hinweis an alle Studierenden, die eine Teilnahmebestätigung möchten, die bitte ich, sich unbedingt hier mit Klarnamen anzumelden oder sich spätestens jetzt umzubenennen, damit wir dann sehen können, dass Sie auch da sind. Dann wie immer noch der Hinweis, dass der Vortrag aufgezeichnet wird und in Kürze unter Senckenberg Live oder im Senckenberg YouTube-Kanal zur Verfügung steht. Sie können ihn dann sehr gern noch weiterempfehlen an Menschen, die heute Abend keine Zeit hatten, direkt dabei zu sein. Außerdem konnten wir, das ist noch eine gute Nachricht, die Bildrechte des letzten Vortrags, das war Professor Hiller über Evolution, klären, sodass der Vortrag jetzt auch dauerhaft auf YouTube zur Verfügung steht und nochmal angeschaut werden kann. Ja, und heute beschäftigen wir uns ja mit einem Thema, vor dem sich viele ja vielleicht gruseln ein bisschen, mit dem manche vielleicht auch schon unangenehme eigene Erfahrungen hatten. Und wir betrachten aber heute die positive, für uns menschennützliche Seite, nämlich von Tiergiften.
Dazu freue ich mich sehr, Ihnen unseren heutigen Redner vorzustellen, der wie kaum ein anderer für dieses Thema zu begeistern weiß. Andreas Wilczynskas hat an der Uni Kaiserslautern und an der FU Berlin Biologie studiert und dann auch in Berlin am Institut für Zoologie promoviert und habilitiert. Er hat anschließend eine Vertretungsprofessur für Evolutionsbiologie und spezielle Zoologie an der Universität Potsdam inne und ist seit 2003 Professor für angewandte Entomologie der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Von 2003 bis 2006 war er außerdem geschäftsführender Direktor des Instituts für Phytopathologie und angewandte Zoologie am interdisziplinären Forschungszentrum der Uni Gießen und hat dort außerdem das Löwe-Zentrum Insektenbiotechnologie aufgebaut, das inzwischen in das von ihm geleitete Institut für Insektenbiotechnologie an der Uni Gießen überführt wurde. Aber das hat ihm noch nicht gereicht. Er leitet seit 2018 zudem den Institutsteil Bioressourcen des Fraunhofer Instituts für Molekularbiologie und angewandte Ökologie, auch in Gießen, und ist darauf basierend Gründungsdirektor des hieraus im Aufbau befindlichen eigenen Fraunhofer Instituts für Bioressourcen. Und bei uns in unserem Frankfurter Löwe-Zentrum TBG leitet er das Projekt Animal Venomics. Puh, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass er mit all diesen Aufgaben und Tätigkeiten trotzdem für uns heute Zeit gefunden hat. Er hatte auch, wie er mir erzählt hat, heute schon einen anderen Vortrag woanders gehabt. Ja, und jetzt freue ich mich außerordentlich auf Ihren Vortrag, Herr Wilczynskas, und das Bild und der Bildschirm gehört Ihnen. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich heute Abend zu diesem Vortrag über Tiergifte und versuche Ihnen einen Einblick zu geben, was hier auch in Deutschland zu dem Thema geleistet werden kann. Frau Krome hat es schon gesagt, ich leite das Institut für Insektenbiotechnologie an der Uni Gießen, das 2015 gegründet wurde. Und gleichzeitig baue ich in Gießen das Fraunhofer-Institut für Bioressourcen auf. Und das Fraunhofer-Institut heißt Bioressourcen, weil es eben verschiedene Geschäftsfelder hat. Eines davon ist die Naturstoffforschung. Wir isolieren also Naturstoffe zum Beispiel aus Mikroorganismen. Wir haben dafür die weltweit größte Stammsammlung aus der Industrie von Sanofi übernehmen dürfen. Wir erschließen Insekten als Bioressource und jetzt, worüber ich heute berichte, eben auch die Tiergifte. Wir beschäftigen uns dann als Geschäftsfeld auch noch mit den Lebens- und Futtermitteln, also alles, was man als Zusätze da hat. Wir entwickeln Produkte, das Insect Farming ist ein Aspekt und wir entwickeln nachhaltige Methoden für den Pflanzenschutz und wir betreiben auch Biodiversitätsforschung. Wir haben einige Alleinstellungsmerkmale in Gießen, also wir spezialisieren uns, also unser Forschungsgebiet innerhalb von Fraunhofer auf den Agrarsektor. Wir haben eine große Biobank und ein Hochsicherheitslabor. Wir haben eine große Sichtbarkeit erreicht, viele große Industriepartner, mit denen wir zusammenarbeiten und sind auch, was die wissenschaftliche Exzellenz betrifft, gut positioniert. Wir hatten in 2001 hat das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie innerhalb von 74 Fraunhofer-Instituten das interne Ranking auf Platz 1 geschafft. Zunächst einmal, wenn wir heute uns mit Tiergiften beschäftigen, muss ich mal ganz kurz klären, was ist überhaupt ein Gift? Und heute macht man das so. Man kann ja zum Beispiel in Wikipedia nachschauen. Und bei Wikipedia steht als Gift oder Toxikum bezeichnet man einen Stoff, der Lebewesen über ihre Stoffwechselvorgänge durch Eindringen in den Organismus ab einer bestimmten geringen Dosis einen Schaden zufügen kann. Mit der Zunahme der Expositionsmenge eines Wirkstoffs steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Gesundheitsschädigungen durch eine Vergiftung eintreten. Aber ab einer bestimmten Dosis ist irgendwie alles giftig. Ich glaube, das wissen alle. Wenn man unter DocCheck Flexikon schaut, dann steht da unter einem Gift, versteht man einen organischen oder anorganischen Stoff, der einem Lebewesen Schaden zufügen kann, indem er dessen Stoffwechselvorgänge negativ beeinflusst und sogar mehr oder weniger rasch zum Tod führen kann. Herr Wilczynskas, ganz kurz, teilen Sie Ihren Bildschirm noch. Wir sehen bisher nur Sie. Ich nahm an, das ist vielleicht die Einleitung. Wir sehen noch nicht Ihren Bildschirm. Oh, das hatten wir ja vorhin noch mal getestet. Sekunde. Ja, Sie müssen ihn, ich hatte zwischendurch freigegeben, den müssten Sie jetzt noch mal freigeben. Ist das jetzt, sieht man es jetzt? Ja. Okay, Entschuldigung, das war ja wichtig. Gut, dass Sie den Hinweis gegeben haben. Gut, jetzt kann ich jetzt nur von der Seite sehen. Ich muss mal schauen, geht's? Sieht alles man gut. Okay. Ja, perfekt. Bei den Giften unterscheidet man einerseits nach der Herkunft. Kommen sie aus Pilze, spricht man von einem Pilzgift. Kommen sie aus Schlangen, eben dann von Schlangengift oder einem Bienengift. Und man kann unterscheiden nach dem Zielorgan. Also es ist ein
Wenn es die Leber schädigt, dann ist ein Hepatotoxin. Wenn es das Herz schädigt, ein Kardiotoxin. Wenn es die Nieren schädigt, ein Nephrotoxin. Und wenn es auf das Nervensystem wirkt, eben ein Neurotoxin. Weiterhin kann man zum Beispiel nach dem Aufnahmeweg zwischen Kontaktgiften, Atemgiften und solchen Giften unterscheiden, die wir mit der Nahrung aufnehmen. Gifte sind im Tierreich weit verbreitet. Also wir finden sie von einzelnen bis hin zu höheren Organismen. Selbst ein Säugetier wie das Schnabeltier hat, verfügt über einen Giftsporn. Also wenn man sich das anguckt, das Tierreich in so einem Stammbaum, dann sieht man, dass fast alle Tiergruppen die giftige Formen entwickelt haben. Insgesamt kennt man heute uns ungefähr über 200.000 Gifttiere. Und manche Gifte werden eben zur Verteidigung eingesetzt bei Tieren, um abzuschrecken. Zum Beispiel auch die einheimischen Kröten oder auch der Feuersalamander besitzen kleine Substanzen in der Haut, mit denen sie sich schützen, indem sie zum Beispiel nicht schmecken, aber auch wirklich giftig sind. Diese passiv genutzten Gifte, wie sie zum Beispiel bei der Kröte vorkommen, werden über Absorption aufgenommen und müssen aus kleinen organischen Molekülen hergeleitet werden. Und dazu gibt es verschiedene Substanzen, das sind Steroide zum Beispiel, aber auch biogene Amine. In den meisten Tieren dominieren die Giftstoffe, sprechen wir von Eiweißen. Das sind also kleine Eiweiße, das sind Peptide, größere sind halt richtige Proteine. Und diese Proteine, da wird meistens ein ganzes Spektrum freigesetzt. Und aktiv setzen ja die Gifte zum Beispiel die Spinnen ein, von denen wir heute eine ganze Reihe hören werden. Sie injizieren mit ihren Mundklauen, die man als Chelizeen bezeichnet, das Gift in ihre Beute oder auch in Angreifer, die die Spinnen angreifen. Sie zeigen ihre Bereitschaft und beißen unter anderem dadurch an, dass sie die Vorderpfoten, die Vorderbeine drohend hervorheben, sodass die Chelizeen gut zu sehen sind. Tiergifte werden normalerweise, wenn man darüber redet, negativ wahrgenommen, weil sie natürlich den Menschen schädigen. Als ein bekanntes Beispiel sind eben die Schlangen. Man schätzt, dass weltweit pro Jahr ca. 2 Millionen Menschen von einer Schlange gebissen werden. Und man geht davon aus, dass ca. 140.000 dieser Bisse tödlich enden. Und die meisten von Ihnen kennen sogar Giftschlangen. Zum Beispiel bekannt ist die grüne Mamba. Oder unten rechts die Königskobra, die größte Giftschlange. Und die giftigste Giftschlange, die gibt es auch, das ist der australische Inland-Taipan, den wir auf dem Bild oben rechts sehen. Das sind also ganz bekannte Vertreter. Und wenn man von denen gebissen wird, stehen die Karten also nicht so gut. Und wenn kein Gegengift zur Verfügung steht, hat man dann wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Diese Schlangengifte können sehr schwere Wunden, sehr schwere Nekrosen und dergleichen verursachen. Es gibt sogar Schlangen wie die Speikobra, die kann über Meter hinweg gezielt das Gift verspritzen, und zwar bevorzugt in die Augen des Angreifers, was zu schweren Verätzungen und zu Erblindung führen kann. Das sind also diese bekannten negativen Beispiele, die, glaube ich, da wollte ich nicht zu viel drauf eingehen, weil es ja nicht so delikat ist jetzt zur Abendstunde, aber das ist das, was wir mit Tiergiften eigentlich verbinden. Diese unglaublich negativen Effekte auf die Gesundheit, die sie verursachen können. Wenn wir uns die Schlangen betrachten, ist es ja so, dass die sogar spezielle Zähne verfügen bei den Giftschlangen. Man unterscheidet da mehrere Gebissformen. Es gibt feststehende Zähne, vorne zwei feststehende Giftzähne, wie wir es bei den Mambas zum Beispiel finden. Dann haben wir solche Giftzähne wie hier bei Vipern und Ottern. Gut zu sehen sind, die können eingeklappt werden. Die klappen also wie so ein Taschenmesser, wenn der Kiefer geöffnet wird, einfach auf, und die können bis zu 4 Zentimetern groß werden, zum Beispiel bei der Gabunviper unten rechts. Weiterhin können wir in so einem Schädel auch noch schön sehen, dass der Kiefer unten nicht zusammenhängt, sodass die Schlange ihren Mund sehr weit öffnen kann und Beute verschlingen kann, die im Durchmesser wesentlich größer ist als der eigene Schlangendurchmesser. Wenn wir uns mit Giften auseinandersetzen, dann geht es eben, wie gesagt, über das Problem, dass die Menschen treffen können, die Schlangen. Und das Einzige, was man dann machen kann, ist ein Gegengift zu applizieren. Hier sieht man zum Beispiel ein Bein, das aufgeschnitten wird nach dem Todesotterbiss oder einer Puffotter. Dann schwellen die Beine richtig groß an.
Und man versucht eben Gegengift zu isolieren. Es gibt große Institute in Butantan. So ist das, was wir aus dem Fernsehen kennen, dass Schlangen gemolken werden, dass die Giftschlangen von entsprechend ausgebildeten Profis dann eben an so ein Glas gehalten werden. Dann drückt man und meldet die. Und man kann dann sehen, wie so ein paar Tröpfchen dieser Substanz herauskommen. Und aus diesem kann man dann benutzen, um Gegengift herzustellen, das dann im Wesentlichen Antikörper beinhaltet, welche die Toxine neutralisieren. Das ist das, wie man es heute kennt. Aber über die gleiche Technik, die wir hier auf dem Bild sehen, also das Melken der Schlangen, kann man natürlich auch Proben, Gewinnmaterial, um jetzt eben auch zu untersuchen, was ist denn da nun eigentlich in diesem Giftcocktail drin. Und man kann, und das ist das, worauf ich heute den Schwerpunkt lege, natürlich auch diese Gifte nutzen, um Medikamente zu entwickeln. Als kleiner Ausblick zum Beispiel hier, es gibt einen Wirkstoff, der heißt Captopril. Das ist ein Blutdrucksenker aus der Klasse der ACE-Hämmer. Und der wurde durch ein Peptid aus der Lanzenotter inspiriert. Also man hat nachgeguckt, wie baut man das danach, wie können wir aus dem was machen. Das ist ein sehr sozusagen tolles Medikament, das ist sehr wichtig, also eine sehr wichtige Klasse, die ACE-Hämmer, und dass auch hier ein Schlangengift sozusagen Pater gestanden hat, um überhaupt darauf zu kommen, wie es ein solches Molekül auszusehen hat, das ist dann die positive Seite von den Giften. Und genau das möchte ich heute zum Thema machen, Tiergifte als Bioressource für die Wertschöpfung begreifen. Das heißt, in Deutschland haben wir natürlich nicht so viele Rohstoffe und die pharmazeutische Industrie braucht ja auch eine sozusagen Pipeline mit neuen Molekülen, die man testen kann oder zu Medikamenten entwickeln kann. Und da ist es natürlich wichtig, hier vielleicht vor Ort in Deutschland eine solche Pipeline aufzubauen und das ist genau die Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Die Tiergifte beinhalten normalerweise sehr viele Komponenten, aus denen theoretisch Medikamente abgeleitet werden können. Es sind zum Beispiel antimikrobielle Peptide drin, aus denen könnte man Antibiotika machen. Manche Tiergifte, das werde ich heute erwähnen, töten andere Insekten. Man kann vielleicht auf dieser Grundlage neue Insektizide designen. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Beispielen von Medikamenten, die bereits auf dem Markt sind. Da gehen wir später nochmal ein. Jedenfalls, wenn man ein solches Medikament hat, wie gesagt, ist das für die pharmazeutische Industrie eben auch wichtig, um Wertschöpfung zu betreiben. Und vor diesem Hintergrund sehe ich eben, dass die Naturstoffe bzw. die Tiergifte ein enormes Potenzial haben, das nur weitgehend ungenutzt sind. Ich habe ja vorhin gesagt, dass man kennt ungefähr 200.000 giftige Tierarten und in einer Giftdrüse werden oft mehrere hundert Komponenten produziert. Das sind also oft sehr viele, manchmal in kleinen Mengen, manchmal in größeren Mengen. Aber konservativ geschätzt, sagen die Experten, gibt es ungefähr 20 Millionen Giftstoffe in der Natur. Und man hat aber bisher nur einen ganz kleinen Teil davon untersucht. Also jetzt sind wir momentan etwas höher, hier stehen wir bei 16.000 ungefähr. Und insgesamt sind jetzt schon 16 Medikamente auf den Markt gekommen und weitere befinden sich in klinischen Tests. Die Frage ist jetzt, wie können wir diese Ressource Tiergifte gezielter erschließen? Wie machen wir das? Und was kann man, wie ist es traditionell gelaufen bisher, die Tiergifte zu erschließen? Man hat dann also ein Tiergift genommen, so wie eine Schlange, wie vorhin gezeigt, die melkt man. Dann hat man also das Rohgift gewonnen und dann hat man das fraktioniert, also in verschiedene Komponenten aufgetrennt. Das Problem ist, dass das sehr arbeitsintensiv ist, langwierig und sie brauchen hohe Giftmengen. Wenn in einem solchen Giftcocktail zum Beispiel 400 Komponenten drin sind, wie wollen Sie die denn alle sozusagen einzeln darstellen, wenn Sie damit was machen wollen oder herausfinden wollen, welchen Wirkmechanismus die haben. Das ist also sehr, sehr, sehr aufwendig. Das hat zur Konsequenz, dass eine solche kostspielige Forschung bei uns eigentlich kaum gemacht werden kann. Eigentlich hatten nur da, wo große Schlangenfarmen entsprechende Giftmengen gewonnen werden können, hat man eigentlich Zugang zu dem Material. Aber die meisten Gifttiere, die wir heute auch kennenlernen, sind klein. Man kann aus diesen eben nicht mit vernünftigem Aufwand die Mengen isolieren, um einzelne Komponenten dann daraus isolieren zu können und die dann testen zu können. Das ist also ein Weg, der eigentlich auch für die Pharmakonzerne uninteressant ist. Und die meisten Tiere, Gifttiere sind winzig klein. Selbst Zecken produzieren ja einen Gift und sind so winzig, wie man also aus Zeckengift einzelne Komponenten charakterisieren. Das ist also ein Weg, der deshalb nicht sehr zielführend ist. Und in diesem Projekt Animal Venomics, das innerhalb des Löwe-Zentrums für
translationale Biodiversität Genomik gefördert wird, gehen wir einen anderen Weg. Unsere Idee ist jetzt eben, dass wir die Giftdrüsen sequenzieren, beziehungsweise entweder das ganze Gifttier, das Genom sequenzieren, oder die Giftdrüse sequenzieren mit modernen Methoden. Und parallel dazu benutzen wir auch proteomische Ansätze, also um die Proteine und Peptide zu identifizieren. Das greift also sinnvoll ineinander. Und dann versuchen wir herauszufinden, welche Moleküle, welche Wirkstoffe befinden sich in einem solchen Wirkstoff. Und der Vorteil dieses Ansatzes ist eben, dass man über diesen Mechanismus und diesen Weg auch diese Gifte rekombinant herstellen kann. Das heißt, ich kann dann von einem gewünschten Stoff, der mich interessiert, größere Mengen Reinstmaterial gewinnen und kann die einem Screening unterziehen. Und weil da eben verschiedene Omics-Technologien kombiniert werden, Proteomics für die Analyse der Proteine, Transkriptomics, um das Transkriptom, also alle RNA-Moleküle, die in einer Giftdrüse umgesetzt werden zu einem Protein, werden sequenziert, beziehungsweise das ganze Genom, wenn man das alles zusammennimmt, ist es dann eben der Begriff Animal Genomics. Mit diesem sehr translationalen Forschungsansatz kann man aber trotzdem auch viel Grundlagenforschung machen. Man kann zum Beispiel herausfinden, wozu dient ein bestimmtes Gift, wie wurde der Giftcocktail an bestimmte Beutetiere zum Beispiel angepasst oder an bestimmte Feinde, mit denen man sich rumprügeln muss. Das ist also ein sehr interessantes, sehr spannendes Forschungsgebiet und da bin ich eben froh, dass wir uns da jetzt innerhalb des Löwe-Zentrums tummeln konnten. Wie muss ich mir das jetzt also vorstellen? Was machen wir denn dann? Also wir gewinnen auch Giftmengen, manchmal sind die sehr klein, zum Beispiel aus Skorpionen. Wir hatten hier eine Doktorarbeit, die haben zum Beispiel aus Stachelrochen die Giftdrüsen isoliert. Also man nimmt es und kann das hier mit verschiedenen Methoden auftrennen, zum Beispiel eine Gelfiltration, trennt die enthaltenen Komponenten in einzelne kleine Peaks auf. Und die kann ich dann mit dem Massenspektrometer untersuchen und kann da finden, welche Massen sind dann. Und die Massen wiederum erlauben Rückschlüsse auf die Struktur des Giftes. Ein anderer Weg ist zum Beispiel zweidimensionale Gele zu fahren. Das heißt, man trägt eine Giftprobe auf ein zweidimensionales Gel auf und da werden auch nach der Ladung und nach der Größe bestimmte Proteine aufgetrennt. Was man dann sieht, sind solche Punktmuster, aufgetrennte einzelne Wirkstoffe. Man kann dann sehen, dass da können hunderte Wirkstoffe eben drin sein. Dann kann man einzelne von denen picken und dann eben auch nochmal mit der Masse testen. Weiterhin ist es so, kann man natürlich auch einzelne Peptide in Bioaktivitäts-SS testen. Ich kann also jetzt schon sehen, kann ein aufgetretenes Peptid testen, ob es zytotoxisch ist oder andere Effekte hat. Und dann habe ich so eine Vorauswahl mit Kandidatenmolekülen, die wir dann weiter untersuchen können. Komplementär dazu werden also die ganzen Wirkstoffe, also die Transkripte sozusagen bioinformatisch aufgearbeitet. Das heißt, man sequenziert heute mit modernen Methoden wie PacBio, Illumina, Nanopore und sequenzieren. Das ist das, was wir hier im Löwe-Zentrum Translationale Biodiversitätsgenomik sehr ausgiebig machen. Wir haben dafür die Fördermittel bekommen. Ich glaube, wir werden also eine der größten Plattformen auch sein für solche Sequenzierungen. Jetzt geht es aber danach darum, aus diesen riesigen gewonnenen Sequenzdaten zu wissen, welche Sequenz kodiert denn jetzt für einen bestimmten Wirkstoff. Und dazu braucht man auch wiederum Programme, spezielle Tools, die hier erarbeitet werden. Und da kann man dann versuchen, Kandidaten zu identifizieren, die also in diesem Gift vorkommen. Nun ist es ja so, wenn ich jetzt mit bioinformatischen Tools das Transkriptom screene, finde ich oft Substanzen, die man schon kennt. Ich kann dann sagen, oh, das ist ein Metalloprotease meinetwegen. Aber das, was man schon kennt, interessiert uns eigentlich weniger. Spannender ist es, zu Wirkstoffen zu kommen, die neu sind. Wenn ich also Sequenzen sehe, die noch nicht bekannt waren. Und da haben wir drei verschiedene Wege, wie man sowas macht. Man kann also, wenn alle Gene sequenziert wurden, kann man mit dem BLAST-Programm Datenbanken screenen und gucken, kenne ich das, ist dieses Enzym bekannt. Da findet man dann ab und zu einen Hit. Dann kann man das Domänenmuster, also so ein Protein ist dann manchmal auf bestimmten Domänen aufgebaut, also Teile, die für die Funktion wichtig sind, andere stabilisieren. Und da gibt es auch eben verschiedene Möglichkeiten, diese Domänen zu analysieren und nach Familien zu sortieren.
Da gibt es zum Beispiel das Hidden Markov-Modell. Das ist also etwas Spezielles, wie ich dann also Domainmuster erkennen kann. Und der dritte Weg ist die Phylogenie. Ich kann eben, wenn ich mehrere verwandte Arten untersucht habe, kann ich dann eben auch rekonstruieren, wo ein bestimmter Wirkstoff herkommt, wie er sich im Verlauf der Evolution entwickelt hat. Ist er ein Verwandter oder unabhängig ein neuer Stoff gekommen? Und am allerspannendsten finden wir es immer, oder ich finde, wenn wir eine Sequenz finden, die nichts matcht, die also uns keinen Hinweis gibt, da ist, was es kann. Denn dann wird es spannend. Denn dann wollen wir wissen, was macht dieses Molekül in einer bestimmten Giftprobe. Und um das herauszufinden, kann ich ja genau diese Sequenz nun nehmen und das benutzen, um synthetisch oder rekombinant dieses Molekül herzustellen, für die sich also im Transkriptom eine Sequenz gefunden habe. Und man nennt die rekombinante Darstellung, heißt, man nimmt die Sequenz, schleust die entweder in ein Bakterium ein und dann produziert das Bakterium eben diese Substanz in einem Bioreaktor. Man kann auch Hefe nehmen. Oder was wir auch gerne nehmen, sind Insektenzellen. Denn Bakterien und Hefen können immer nicht das, was notwendig ist. Wenn ein großes Protein komplex gefaltet ist, dann brauchen wir sowas wie Insektenzellen, um dieses herzustellen, das dann auch genau diese Faltung, die korrekte dreidimensionale Darstellung ermöglicht. Ganz modern wiederum geht es auch, zellfreie Expressionssysteme zu machen. Das ist nicht so einfach. Man gibt eben alles da rein, was wir brauchen, Aminosäuren und dergleichen. Und dann hofft man, dass sich das im Reagenzglas bildet. Das ist nicht so trivial, ist aber auch ein Ansatz. Fest steht jedenfalls, mit diesem Ansatz kann ich wirklich Wirkstoffforschung betreiben, weil ich dann auch das Molekül in die Hände kriege. Und wenn ich es in kleinen Mengen produzieren kann, kann ich später auch, wenn es wirklich spannend ist, in großen Mengen produzieren. Und nur was man produzieren kann, kann man auf den Markt bringen. Man kann, ich kann sagen, wahrscheinlich ist es so, das wird von Kritikern auch angemerkt, mit diesem Weg werde ich nicht alle Giftstoffe identifizieren können, zum Beispiel die nicht-peptidischen Giftstoffe. Aber nur, wie gesagt, was man herstellen kann, kommt auf den Markt. Wir finden das, was wir wirklich für die Wertschöpfung brauchen. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn wir dann hergestellte einzelne Wirkstoffe aus einem komplexen Gemisch haben, wollen wir dann wissen, was kannst du? Und bei uns ist es so, dass in dem Löwe-Zentrum Kollegen dabei sind, wie der Robert Fürst von der Goethe-Universität Frankfurt und Gerd Geislinger, der auch im Fraunhofer-Institut war, jetzt mittlerweile ein eigenes Fraunhofer-Institut für translationale Medizin und Pharmakologie besitzt. Der ist auch mit, diese beiden sind auch mit in unser Löwe-Zentrum eingebunden. Und was sie machen, sie haben ganz abgefahrene Assays, wo sie testen können, ob eine Substanz zum Beispiel auf Schmerzen wirkt, also lindert oder Schmerzen erzeugt. Man kann testen, ob es in Entzündungen wirkt. Man kann aus untersuchen mit bestimmten Assays, ob es vielleicht im Diabetesbereich wirksam eingesetzt werden kann oder auch im Krebsbereich. Also die Wunschvorstellung ist, wir finden eine neue Sequenz und können dieser Sequenz oder diesem Molekül eine Funktion zuordnen. Dann kann man sowas patentieren und dann auch das Geld generieren, um weitere Untersuchungen zu machen. Denn dann müssen mehr hergestellt werden, da muss man auch klinische Forschung anschließen. Das ist sehr aufwendig und auch ein sehr teurer Prozess. Bei uns im Fraunhofer-Institut testen wir zum Beispiel unter anderem auch, ob die aus Tiergiften isolierten Peptide und Proteine, diese Wirkstoffe, auch gegen humanpathogene Bakterien wirken. Und zwar gegen solche, die gegen alle möglichen Antibiotika resistent geworden sind. Weiterhin haben wir das Glück, dass eine neue Nachwuchsgruppe bei uns aufgebaut wurde, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Cornelia Hades hat ein Projekt eingeworben mit insgesamt 3,2 Millionen Euro. Und sie leitet bei uns das S3-Sicherheitslabor, denn nur in solchen Laboren können wir mit solchen Pathogenen auch arbeiten. Und wir haben jetzt die Möglichkeit natürlich auch zu testen, ob Tiergifte oder einzelne Wirkstoffe gegen Influenza-Viren oder auch gegen Covid-19-Viren wirken. Das ist also auch ein Ansatz, eine Möglichkeit, dass wir antivirale Stoffe identifizieren, wenn eine entsprechende Screening-Plattform zur Verfügung steht. Das heißt, unser Ziel ist jetzt, möglichst viele Moleküle, Wirkstoffe aus Tiergiften rekombinant oder synthetisch herzustellen und dann in die Breite zu screenen, was sie denn können. Denn wir wissen das ja oft nicht, steht ja nicht dran. Und in diesem, von diesem Hintergrund haben wir jetzt eine ganze Reihe Toxine gerade in die Pipeline eingespeist, an denen wir arbeiten, die sozusagen, wo wir testen, ob es auf Schmerzen wirkt, ob Krebs oder sowas. Man sieht ganze Komponenten, die wir aus Spinnen und Skorpionen haben. Der Björn Drobon wirkt auch giftige Krebse, ganz ursprüngliche, das sogenannte Remipedia. Wir untersuchen auch Blutegel zum Beispiel, welche Komponenten in deren Gift sind, Schlangengifte und Raubfliegen. Das ist also eine ganze Pipeline, die jetzt erst richtig
in Schwung kommt. Wir mussten alle möglichen Methoden erst etablieren, aber wir sind zuversichtlich, dass wir jetzt in der Zukunft weitere Moleküle in die Pipeline einspeisen können. Da hängt es jetzt nur noch praktisch an der Manpower, wie viele Leute, wie können wir finanzieren, um jetzt möglichst viele Tiergifte screenen zu können. Wenn man eine solche neue Giftsubstanz hat, dann müssen die manchmal auch im Labor verändert werden, um sie zu Wirkstoffen zu veredeln. Das heißt, ein Wirkstoff kann vielleicht Nebenwirkungen haben und wenn jetzt ein solches Molekül umgebaut wird, dann kann man die Nebenwirkungen reduzieren und so gucken, dass es daraus wirklich als Medikament nutzbar gemacht werden kann. Zum Beispiel das Captopril, das ich vorhin erwähnt hatte, das aus Lanzenottern sozusagen isoliert wurde, der ist der eigentliche Wirkstoff, 80% kleiner als das, was man sozusagen in der Schlange gefunden hat. Das Ursprungsmolekül war ein ACE-Hemmer und das wird jetzt zum Beispiel eingesetzt, das Captopril zur Behandlung von Herzinsuffizienz, Bluthochdruck und gehört, diese ACE-Hemmer gehören eigentlich zu den wichtigsten, wertvollsten Medikamenten, die man bisher überhaupt gefunden hat. Also man sieht, theoretisch ist es auch möglich, Gifte wirklich zu nutzen, um dort neue Wirkstoffe zu identifizieren, um damit letztendlich auch Medikamente auf den Markt zu bringen. Und dafür gibt es in der Literatur sehr viele neue Beispiele, wo neue Wirkstoffe gefunden wurden. Und unsere Idee ist jetzt einfach mit der Plattform, die ich vorhin genannt habe, eben die Gifte systematisch zu screenen, also aus den Tiergiften zu gucken, gibt es da Antiinfektiva, können wir Kandidaten finden, die zur Entwicklung von neuen Medikamenten geeignet sind, finden wir Substanzen, mit denen man neue Insektizide entwickeln kann. Und das Spektrum, wenn man erstmal eine Library von solchen Substanzen hat, kann man die natürlich erweitern. Das Screening, je breiter das Screening ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas finde, das sich dann vermarkten lässt. Wichtig ist, die Tiergiftforschung ist nach unserer Einschätzung immer noch sozusagen nicht aus dem Babyalter rausgekommen. Es gibt nur wenig Beispiele und da, wo man auf die Tiergifte gekommen ist, sind das immer besonders giftige Arten, die den Menschen im Fokus sind. Eine systematische, in die Breite gehende Untersuchung von Tiergiften hat eigentlich noch gar nicht so in dem Sinne stattgefunden. Das heißt, zum Beispiel die Konus-Kegelschnecken, die hier sind, da hat man als einer was gefunden, aber es fehlen Daten jetzt, um in der Breite zu wissen, was machen denn alle anderen Konus-Schnecken? Machen die immer dasselbe? Oder gibt es da vielleicht ganz andere Moleküle, die man bisher übersehen hat? Also ganz wichtig ist, wir wissen noch zu wenig über die Gifttiere und eine systematische Erforschung der ganzen Tiergiftkomponenten, die fehlt bisher. Und genau das ist das, was wir jetzt auch wiederum mit den genomischen und transkriptomischen Tools machen können. Wir können also von verschiedenen Gifttieren Genome und Transkriptome vergleichen und können dann schauen, ob sie ähnliche oder vielleicht unterschiedliche Wirkstoffe produzieren. Und ein Doktorand aus unserer Gruppe, der gerade erfolgreich promoviert hat, der Tim Lüdecke, der hat sogar eine Strategie entwickelt, wie man sozusagen auf Grundlage der Phylogenie gezielt bestimmte Gruppen raussuchen kann, zum Beispiel bei den Spinnen, wo man sagen kann, da fehlt es, da hat man noch wenig gemacht, dass man den Stammbaum also nimmt und genau anguckt, wo wissen wir, was in einer bestimmten Spinnengruppe vorkommt, in einem sogenannten Taxon und wo wissen wir, wo haben wir große Lücken. Und dann kann man versuchen, diese Lücken strategisch zu schließen und das vorhandene Forschungsgeld genau dort zu platzieren, wo wir mit größter Aussicht oder mit höchster Wahrscheinlichkeit vielleicht neue Komponenten finden und wo man auch dann sozusagen rekonstruieren kann, wie die Phylogenie denn eigentlich ist. Man kann unterschiedliche Wege nehmen und heute kann man auch sozusagen das Giftspektrum, das Spinnen produzieren, benutzen, um ihre Evolution zu rekonstruieren, wie sich einzelne Gruppen auseinanderentwickelt haben. Das ist also ein ganz neuer Ansatz und das wurde auch vor kurzem erfolgreich publiziert in der Zeitschrift Toxins und sogar als Titelstory ausgewählt. Was ich jetzt machen möchte, ist einfach mal so ein paar Projekte vorstellen, die wir bei uns bearbeitet haben, die jetzt gerade am Laufen sind, damit die Zuhörerschaft auch sich ein Bild machen konnte, was ist denn da konkret? Vorher wollte ich erst so einen Überblick geben, wie geht man bei der Tiergiftforschung vor, was sind unsere Ziele, worauf läuft es hinaus? Und jetzt zeige ich etwas, einfach ein paar Beispiele, wie wir bisher gearbeitet haben. Ein bekanntes Beispiel, das stammt noch aus der Insektenbiotechnologie. Das ist sozusagen ein etwas älteres Projekt. Da beschäftigen wir uns mit dem asiatischen Marienkäfer Harmonia axuridis.
Harmonia xeridis kommt, wie es der Name andeutet, aus China und wurde in Nordamerika und in Europa ausgesetzt zur biologischen Schädlingsbekämpfung. Und das lief eine ganze Weile gut, aber irgendwann hat er sich verändert und ist invasiv geworden. Das heißt, er breitet sich über den ganzen Globus aus und überall, wo er in neue Gebiete kommt, verdrängt er einheimische Marienkäferarten. Und das kann man zum Beispiel auch illustrieren. Hier auf dieser Abbildung sieht man, das ist ein Hemmhof, also eine Petrischale, die wurde mit Bakterien inokuliert und über Nacht bebrütet. Und wenn ich in diesen Agar Löcher stanze und da die Hämolymphe, also das Blut von Harmonia xeridis oder anderen Marienkäfer reinpacke, dann erzeugen darin enthaltene antimikrobielle Substanzen einen Hemmhof über Nacht. Und dann sieht man, dass der einheimische Zweipunkt-Marienkäfer, da ist kaum was Nachweisbares in unbehandelten Käfern. Beim Siebenpunkt-Marienkäfer sieht man einen ganz schwachen Hemmhof, aber beim Harmonia xeridis sieht man einen Riesenhemmhof. Eigentlich war es der größte, den ich je in einer Hämolymphprobe beim unbehandelten Tier gemessen habe. Und uns hat jetzt natürlich interessiert, was um alles in der Welt schützt diesen Marienkäfer? Was macht ihn so stark? Und dann sind wir klassisch vorgegangen, haben erstmal viele, viele Marienkäfer gesammelt, insgesamt 500 Stück, haben die geschreddert, gecrasht und haben dann mit der Massenspektrometrie untersucht, was da drin vorkommt. Und dann haben wir bei Harmonia eine Substanz gefunden, die bei den anderen Marienkäfern nicht vorkam, das sogenannte Harmonin, weil es eben aus Harmonia kommt. Aber um jetzt zu gucken, was kann denn das Harmonin, konnte man ja nicht mehr kiloweise Marienkäfer sozusagen benutzen, um zu schreddern, sondern deswegen haben wir das dann synthetisch hergestellt und haben dann dieses Harmonin genommen und gegen ganz viele verschiedene Bakterien getestet. Und wir waren enttäuscht. Eigentlich war die Wirkung des reinen Harmonins schwächer als gedacht, aber das empfindlichste Bakterium, das, wo wir die größten Hemmhöfe hatten, war eben Mycobacterium tuberculosis, also das Harmonin wirkt auf den Tuberkuloseerreger. Weiterum, was interessant war, konnten wir zeigen, dass dieses Harmonin auch gegen den Erreger der Malaria wirkt, Plasmodium falciparum. Und das Besondere ist eben, dass normalerweise die bisherigen wirksamen Medikamente, Antimalariamittel, wirken immer auf bestimmte Entwicklungsstadien. Wir haben ja den Erreger zum Beispiel in bestimmten Phasen im Blut, zu anderen Zeiten auch in der Leber. Und das Harmonin wirkte gegen alle getesteten Entwicklungsstadien. Das fanden wir damals ganz spannend, dass ein Käfer sozusagen einen solchen Stoff besitzt, der ihn offensichtlich gut schützt. Und das fanden andere eben auch. Und jetzt hatten wir synthetisches Harmonin. Und jetzt kommt genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir müssen in die Breite testen, um zu gucken, kann man damit was machen. Und da gab es andere Gruppen, zum Beispiel Max-Planck-Institut, die haben festgestellt, dass es auch gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten wirkt, wie zum Beispiel die Leishmania. Da ist wichtig, diese Krankheit, die von Sandfliegen übertragen wird, da leiden ungefähr 12 Millionen Menschen darunter und pro Jahr kommen 1,5 bis 2 Millionen Neuinfektionen dazu. Das Problem ist, es gibt nur noch ein Mittel zur Behandlung, das ist das Miltefosine und verschiedene Erreger haben jetzt auch dagegen eine Resistenz ausgebildet. Es gibt also keinen Wirkstoff, um jetzt Leishmanien, diese menschlichen Parasiten, wirksam zu bekämpfen. Und da zeigte sich eben, dass das Harmonin in deutlich geringeren Konzentrationen wirksam ist und deshalb vielleicht spannend ist, das weiter zu untersuchen. Nun haben wir ja in Hessen nicht nur das verschiedene Löwezentrum, es gibt noch eins, wo die Federführung an der Justus-Liebig-Universität ist, das nennt sich DRUID. Untersuchen wir eben nach neuen Wirkstoffen für vernachlässigte tropische Krankheiten. Eine bekannte Krankheit ist die Bilharziose. Das sind sogenannte Pärchenegel, da sind also auch Schnecken Zwischenwirte und in tropischen Gewässern können die also über die Haut eindringen und können auch zu sehr schwerwiegenden Erkrankungen führen. Es sind die Metazerkarien, die da eine große Rolle spielen. Und bekannt sind die Pärchenigel, weil wenn sich Männchen und Weibchen finden, dann bleiben die sozusagen immer zusammen. Es gibt verschiedene Igelarten, die den Dünndarm befallen, werden Schistosoma japonicum genannt, die im Dickdarm Schistosoma mansoni. Und es gibt auch welche, die die Harnblase befallen. Und an der Justus-Liebig-Universität im Bereich Veterinärmedizin gibt es den Professor Greveldring. Und mit dem haben wir dann eine Kooperation gestartet und wollten jetzt wissen, wirkt denn das Harmonin auch gegen diese
menschlichen Parasiten. Und wir konnten zeigen, dass es also auch in relativ geringen Konzentrationen die Pärchenigel tötet. Also hier die EC50-Wert, also der Wert, bei der 50% der Pärchenigel sterben, ist bei 5,6 Mikromolar. Das war zunächst einmal interessant, also ein Stoff aus einem Marienkäfer, der diesen Erreger der Bilharziose, zumindest im Reagenzglas, wenn man das so sagen kann, in vitro hemmt. Und wir konnten auch zeigen, dass er unter der Haut Effekte erzeugt. Man sieht zum Beispiel, dass unter dem Egument solche Höhlen aufstehen. Also morphologisch hat das sehr viel bewirkt. Es wirkt also recht stark auf diese Schistosoma-Erreger. Und was auch wichtig ist, es hat auch die Entwicklung, sozusagen die Fruchtbarkeit hemmt es. Man konnte eben mit diesen speziellen Anfärbungen zeigen, dass die Anzahl der Eier wird getötet und auch die Zellen in den Hoden wird abgetötet. Das heißt, Bilharziose kann vielleicht auch durch dieses Harmonin therapiert werden und wir hoffen, dass es weitere Gelder gibt, um jetzt eben die Möglichkeiten dieser Substanz, dieses Giftes weiter zu erforschen. Weil diese Zusammenarbeit so gut geklappt hat, gibt es auch ein aktuelleres Projekt zwischen, also eine Kooperation zwischen dem Löwe-Zentrum Translationale Biodiversitätsgenomik und Druid. Eine Mitarbeiterin, die Frau Mirai Tong, hat jetzt eben sich mit Raubwanzen beschäftigt. Und da komme ich jetzt langsam auch in die Richtung, die ich heute zeigen möchte. Um Tiergiftforschung zu machen, muss ich nicht unbedingt in die Tropen reisen und ganze Exoten machen. Wir wollen hauptsächlich einheimische Tiere untersuchen, ob sie sozusagen geeignet sind, um dort neue Gifte zu isolieren. Der Hintergrund ist, dass es heute gar nicht mehr so einfach ist, in irgendein tropisches Land zu fahren, dort Gifttiere einzusammeln und dann Wirkstoffforschung zu machen. Da gibt es nämlich das Nagoya-Protokoll. Da muss vorher mit den Regierungen völlig abgeklärt werden, wie sind die Rechteverwertungen, wenn da Medikament auf den Markt kommt, wer ist da wie beteiligt. Das soll eben Biopiraterie vermeiden. Und das macht es aber auch kompliziert, also Zugang zu halten zu tropischen Tieren. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir versuchen jetzt systematisch in Deutschland lebende Insekten, also die bei uns auch vorkommen, in diese die Wirkstoffforschung einzubeziehen. Und Raubwanzen sind ja, wie es der Name andeutet, räuberisch. Das heißt, andere Wanzen stechen ja mit ihrem Rüssel Pflanzen an, saugen Pflanzensaft, während die Raubwanze andere Insekten ansticht und sie sozusagen als Beute nutzt. Und so hatten wir auch mal überlegt, können Raubwanzen Substanzen enthalten, die auch vielleicht zur Behandlung von vernachlässigten Tropenkrankheiten eingesetzt werden können. Und weil die Assays so gut geklappt haben, haben wir das dann hier auch wiederholt. Man sieht hier nochmal auf der Abbildung, so sieht ein Pärchenegel im Mikroskop aus. Und wenn ich jetzt Gift aus der Raubwanze dazugebe, dann trennen sich Männchen und Weibchen, das gehen, gehen auseinander, sie lösen sich vom Substrat und man kann gewisse Schädigungen auch bei ihnen beobachten. Das ist zunächst einmal ganz einfach, aber hier ist das Gemisch, also wirklich das Rohgift, das dann einfach mal da drauf gegeben wurde, auf diesen Parasiten, um zu sehen, ob was passiert. Und hier konnten dann weitere Untersuchungen eben zeigen, dass auch das Gift der Raubwanzen die Reproduktion dieses Parasiten hemmt. Also die Eizahl wird reguliert, die liegen dann weniger Eier. Sowohl die Spermienzellen, also die Zellen, die Spermien generieren, als auch die, die die Eizellen generieren, werden massiv geschädigt. Was natürlich auch wichtig ist, dass man nicht nur den Wurm selber trifft, sondern auch seine reproduktiven Zellen im Körper. Das ließ sich dann auch mit den gleichen Methoden fluoreszenztechnisch sehr gut nachweisen und das ist eben auch eben ein Weg, den wir weiter verfolgen. Hier sieht man auch nochmal durch so Fluoreszenz angefärbt sogenannte Neoblasten und Zellen, die sozusagen die Spermien und die Eier produzieren. Diese Parasiten geben ja alle riesige große Mengen an Eiern ab, auch ins Wasser. Und da ist natürlich wichtig, dass man die Produktion, also die Reproduktion von diesen Parasiten auch wirksam hemmen kann. Und da sehen wir eben auch, dass die Raubwanzengifte da eine tolle Wirkung haben. Allerdings ist es das Rohgift und genau das illustriert nochmal, wo wir dann stehen. Es nutzt nichts, niemand kann das Rohgift in Mengen gewinnen, dass es irgendwo therapeutisch eingesetzt wird. Was wir jetzt wissen müssen, was in diesem Gift drin ist, was ist spannend, welche Komponenten, die darin enthalten sind, eignen sich jetzt zum Beispiel um, damit Medikamente gegen solche Parasiten zu entwickeln. Und dann muss man auch erstmal wissen, wie hat es Nebenwirkungen. Man sieht hier einen ganz einfachen Test. Man macht Hämolyse, man nimmt Erythrozyten, rote Blutkörperchen aus den Schweinen
Und dann gibt man sozusagen eine Kontrolle dazu, vielleicht Triton, da sieht man, dass die Zellen sich alle auflösen. Und wenn man jetzt dieses Rohgift draufgibt, sieht man, dass sich auch die roten Blutplättchen auflösen. Das heißt, das wird mit Sicherheit diesen Giftcocktail niemand einsetzen können. Und es zeigt auch, dass es auch für uns schädigend sein kann, wenn wir von solchen Raubwanzen gestochen werden können. Und es gibt große Planentropen, die stechen auch Menschen an und können dann auch zu empfindlichen Verletzungen führen. Das ist nicht sehr angenehm, wenn man von einer Raubwanze gepiekt wird. In einer weiteren Analyse, die gerade läuft und jetzt gerade eingereicht wird, wurde eben genau das gemacht, was ich heute erzählt habe. Wir haben das Transkriptom und das Proteom der Giftdrüsen analysiert mit Vergleichmethoden und können dann jetzt schauen, was kommt da drin vor und versuchen jetzt einzelne spannende Moleküle vielleicht da zu fischen und die rekombinant herzustellen, also die Kandidaten, von denen wir glauben, das könnte ein Molekül sein, das eine Rolle spielt, oder das könnte eins sein, das für die Wirkung verantwortlich ist gegen Bilharziose oder andere Parasiten, sodass wir da jetzt genau in so einer Phase stecken, das jetzt in die Tiefe zu erweitern. Ein weiteres schönes Beispiel in unserer Forschung war eben, wir entwickeln auch oder so, auch für die Industrie neue Insektizide, weil immer mehr Insekten gegen die klassischen Insektizide resistent werden oder die so toxisch sind, dass sie umweltschädigend sind und verboten werden. Wir alle haben das ja gehört, dass zum Beispiel gerade Neonikotinoide gebannt wurden. Also gibt es, sagen wir mal, einen großen Drang, neue Insektizide zu finden, die vielleicht einen anderen Wirkmechanismus haben. Also wie ich brauche neue Substanzen, mit denen ich gezielt Insekten töten kann und vielleicht auch gezielt bestimmte Gruppen nur, die also spezifischer wirken und nicht alles an Insekten platt machen. Und da gibt es eben auch viel Forschungsbedarf und da lassen wir uns eben durch die Evolution inspirieren. Und wer könnte uns da besser informieren als Skorpione, die über hunderte Millionen Jahre hinweg ja sozusagen eine gemeinsame Evolution haben mit ihren Beutetieren, den Insekten. Sie konnten also über Millionen Jahre das Gift in ihrem Stachel so optimieren, dass es besonders effizient Insekten tötet. Also wenn ich irgendwo nach insektizidwirksamen neuen Substanzen suche, dann natürlich in solchen Gifttieren, die Insekten töten und sie als Beute nutzen. Und da haben wir wieder das gleiche Muster umgesetzt, von dem ich vorhin erzählt hatte. Wir haben also aus diesen Skorpionen, wir hatten eine Postdoktorandin, die ist aus Australien zu uns gekommen und die hat australische Skorpione mitgebracht, die wir dann auch hier bei uns gehalten haben. Und da haben wir dann eben auch dieses Gift gemolken aus der Giftdrüse und dann eben über Gelfiltration und mit dem SDS-Page aufgetrennt, haben dann sozusagen das Transkriptom analysiert und haben dann gefunden, da sind ja bestimmte Peptide drin und dann haben wir uns entschieden, bestimmte davon rekombinant oder synthetisch herzustellen. Und diese Peptide, die wir dann gefunden haben im Gift des Skorpions, haben wir dann an Blattläuse verfüttert, um zu gucken, ob sie daran sterben. Die Blattläuse sind mit so die empfindlichsten Insekten. Wir haben also neue Bioassays aufgebaut, wo man screenen kann mit Blattläusen, ob irgendein Wirkstoff überhaupt irgendeinen Effekt auf Blattläuse hat. Das muss nicht nur tödlich sein. Es kann auch zum Beispiel nur die Reproduktion, die Fortpflanzung beeinträchtigen. Das wäre auch schon ein Erfolg. Und siehe da, wir haben Peptide gefunden in diesen Skorpionen, die, wenn man sie an Blattläuse verfüttert, genauso toxisch sind oder Insektizid wie Imidacloprid. Das ist ein ganz bekanntes Insektizid. Also es ist interessant, also im Skorpion gibt es Peptide, die wirken genauso wie ein klassisches Peptid von der Mortalität auf Blattläuse her. Das fanden wir sehr spannend und das ist natürlich auch interessant, ein solches Peptid sich weiter anzugucken. Wie wirkt es denn eigentlich? Und was wir festgestellt haben, ist, dass diese Peptide symbiontische Bakterien in Blattläusen schädigen. Dazu muss man eben wissen, die meisten kennen es, Blattläuse sind Pflanzensaftsauger. Sie haben also so einen Rüssel, pieken die Pflanze an und saugen dann Phloemsaft. Das ist aber in erster Linie reiner Zuckersaft, den sie da aufnehmen. Da sind wenig Stickstoff drin, bestimmte Aminosäuren fehlen ganz. Und Blattläuse könnten sich niemals von solchem Pflanzensaft ernähren, wenn sie nicht im Körper Bakterien haben, die bestimmte Aminosäuren zur Verfügung stellen. Und diese Bakterien sitzen in bestimmten Zellen drin, in ganzen Paketen drin. Die haben also ganz wichtige Funktionen für die Blattlaus. Und bis zu 20% des Trockengewichts einer Blattlaus entfällt auf diese bakteriellen Symbionten.
Und was wir nun zeigen konnten, ist, wenn sie oral verfüttert werden, dieses Peptid aus dem Skorpion, dann kann man sehen, dass die Symbionten kaputt gehen. Auf der Abbildung kann man blau gefärbt sehen, Buchnera affidicola, das ist ein wichtiger Symbiont, und rot Serratia symbiotica, der Name sagt, es ist ein wichtiger Symbiont. Wir haben in anderen Studien gezeigt, dass die ganz besonders wichtig sind für die Blattläuse, die tragen diese Symbioten sogar im Speichel mit rum und pieken diese oder spritzen diese Bakterien in die Pflanze, und die Bakterien zersetzen mit ihren Enzymen die Pflanzenabwehrproteine. Das heißt, die haben ganz wichtige Funktionen, und wir konnten eben zeigen, dass der Wirkmechanismus eben so ist, dass die Skorpionspeptide die Symbionten töten. Dass man aus solchen Peptiden Insektizide herstellt, das sehe ich nicht, das ist nicht realistisch, aber unser Ansatz ist eben der, wenn wir jetzt Insektizide, Peptide finden, hoffen wir, dass wir finden, wo sie wirken, im Insekt zum Beispiel. Da gibt es einen experimentellen Ansatz, der nennt sich Yeast-to-Hybrid-System. Das heißt, man kann ein Peptid nehmen und dann herausfinden, an welches Molekül bindet es in einem Insekt. Und wenn ich das Rezeptormolekül kenne, und es ist eines, das man vorher gar nicht auf dem Schirm hat, dann kann man neue chemische Substanzen so designen, dass sie genau auf dieses Rezeptormolekül gehen und kann so neuartige Insektizide entwickeln. Also inspiriert durch die Evolution, inspiriert durch Skorpione, kann man sich sozusagen von diesen Peptiden leiten lassen, neue Gifte zu entwickeln. Da hier die Symbionten targetiert wurden, haben wir gedacht, das wird schwierig sein, das abzubilden. Das war nicht genau auf dem Raster, das wir suchen, deswegen wurde das publiziert. Wirklich spannende Sachen, das sind die, die man dann eben nicht publiziert und dann so weiter bearbeitet, bis wir ein patentierbares Ergebnis haben. Dann auch ein Projekt, was gerade abgeschlossen wurde. Wir hatten eine Doktorandin, die Rabia Özbek, die erfolgreich zwei schöne Papers dazu gemacht haben. Hier geht es um eine parasitoide Wespe. Was sind das denn für Teile? Diese Wespen sind für uns eigentlich harmlos. Und man sieht hier Männchen und Weibchen von Pimpla turionella. Und ein Parasitoid, das sind Insekten, die an oder in andere Insekten ihre Eier legen, und diese Wirtsinsekten sozusagen als Wirt missbrauchen. Und mit diesem Legestachel, den da hinten liegt, legen die Weibchen dann ihr Ei in andere Insekten ein. Wir haben bei uns als Modellwirt eben die Larven der großen Wachsmutter Galeria melonella gehabt. Und man sieht eben da oben, wie die Schlupfwespe das Ei hineinlegt in den Wirt. Aus dem Ei schlüpft dann eine Larve. Und das Problem ist, eigentlich hat ja die Wachsmutter ein Immunsystem. Und sie ist in der Lage, das zu erkennen, dass da jetzt ein Fremdkörper reinkommt. Und das führt dazu, dass Abwehrmoleküle gebildet werden. Das können einerseits antimikrobielle Peptide sein, aber hier bei so einem Parasitoidenei findet es in der Regel so statt, dass es so groß, dass die Zellen das nicht fressen können. Und dann findet ein Prozess statt, wo sich die Immunabwehrzellen sozusagen um diesen Körper eine Hülle bilden und in ihrem Inneren Melanin abscheiden. Dieses Melanin ist chemisch inert, das isoliert sozusagen diesen Parasitoiden, und der stirbt dann ab. Der bleibt dann bis zum Tod drin, ist aber sozusagen durch diese Melanisierung abgestorben. Und das passiert, wenn diese Parasitoide eben keine Strategie erfunden haben, wie sie diesen Prozess unterdrücken können. Und hier hat uns jetzt eben interessiert, wie eben Schlupfespen die Immunabwehr ihres Wirtes überwinden. Und da haben wir auch wiederum eine schöne Arbeit gehabt. Wir haben also die Giftdrüse herauspräpariert aus verschiedenen Tieren. Dazu muss man eben wissen, dass das Gift mit dem Ei in das Insekt injiziert wird. Nicht? Das heißt, wenn das Ei rauskommt, ist da eine Drüse dran, die auch gleichzeitig das Gift sozusagen um das Ei wickelt und dann mit in die Larve injiziert. Das ist auch kein so einfacher Prozess. Wir mussten ja mehrere von diesen Giftdrüsen isolieren, präparieren. Da hat die Rabi einen ganz tollen Job gemacht. Und dann haben wir daraus aus diesen Giftdrüsen die RNA isoliert. Wir haben auch die proteomische Analyse gemacht und wieder genau das, was ich heute erzählt habe. Wir haben sozusagen das mit Illumina sequenziert, haben die bioinformatische Auswertung gemacht, haben gleichzeitig geguckt, was können wir proteomisch mit LC-MS, MS, mit der Massenspektrometrie nachweisen. Dann haben wir die Daten zusammengefasst und geguckt, wie sieht das Gift jetzt da zum Beispiel aus. Und da fällt eben auf, dass da sehr viele Enzyme drin sind. Wir haben auch etwas entdeckt, was Neues, was man eben nicht aus diesen Schlupfwespenverwandten kennt. Und wir haben auch Gifte gefunden, die zum Beispiel mit denen ähnlich sind, die man aus Raubfliegen kennt. Die Raubfliegen, das ist ein Forschungsgebiet von Björn Reumont. Raubfliegen, wie der Name sagt, sind eben Fliegen, die wie Libellen im Flug andere Insekten erbeuten und sie auch mit Gift töten. Also auch da waren spannende Substanzen drin. Und wir haben dann
untersucht, was die denn alles können oder was macht das Gift in der Schlupfwespe. Zum Beispiel kann man zeigen, dass ja so normalerweise bei einer Immunreaktion bilden die antimikrobielle Peptide zur Abwehr. Und wir können zeigen, wenn man das Gift injiziert, dann werden die Synthese aller dieser Abwehrmoleküle wird unterdrückt. Auch alle Enzyme, die daran beteiligt sind, diese Melanin-Mumie zu machen, also die einzukapseln, das wird alles unterdrückt. Und da wollten wir dann noch weiter wissen, wie das Ganze geregelt wird. Wir haben auch Epigenetik untersucht, aber das fühlt hier so ein bisschen weiter zu weit weg. Deshalb möchte ich jetzt zurückkommen zu den Lieblingstieren, die der Tim bei uns bearbeitet, eben zu den Spinnen. Und die Spinnen sind ja eine sehr artenreiche Gruppe, neben den Insekten eben auch sehr biodivers. Man kennt ungefähr 50.000 Arten und alle sind da mehr oder minder giftig. Das heißt, es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Spinnen, die das Gift wieder aufgegeben haben später. Und auch hier ist es so, dass das Gift, wie ich gesagt habe, bis zu 3000 verschiedene Komponenten enthalten kann. Das ist also das, der komplexeste Cocktail und das liegt eben wahrscheinlich auch daran, dass die Spinnen, eben wie die Skorpione, so eine lange Evolution haben, Koevolution mit ihren Beutetieren. Die haben sich ja immer sozusagen über Jahrhunderte, hunderte Millionen Jahre lang in der gleichen Evolution mit ihren, also ihre Gifte optimiert, an ihre Beutetiere angepasst. Geschätzt wird es, wir wissen es halt nicht genau, dass ungefähr 10 Millionen Moleküle in den Spinnengiften drin sind, die da schlummern. Und bisher nur 1% ist eigentlich bekannt und charakterisiert. Das heißt, wir haben also eine riesige, große Bioressource und wir werden es nicht erleben, bis die alle vollständig mal untersucht sind und wir dann wissen, ob da was Spannendes drin ist. Aber da kann ja eine ganze Menge sein. Man kennt ja schon einiges, was da drin ist. Wir wissen, dass da Enzyme drin sind, die spannend sind, wie Proteasen, bestimmte Metalloproteasen sind da dran. Neurotoxische Peptide, es ist klar, dass die auch auf das Nervensystem wirken. Dazu muss man ja wissen, manche nutzen das ja für den Beutefang, aber auch zur Verteidigung gegen Fressfeinde. Wir wissen, dass Ionenkanalmodulatoren drin sind, das sind auch eben Substanzen, die neurotoxisch wirken. Und wir haben ein ganzes Spektrum von Peptiden, von denen meisten, wir wissen ja nicht genau, was die eben können. Und deshalb interessiert es uns eben genauso, die Spinnen zu untersuchen. Und genau jetzt komme ich zu einem ganz tollen Thema, wo ich ganz begeistert von bin. Wir brauchen eben nicht in die Tropen zu reisen und schwarze Witwen und andere Spinnen zu untersuchen. Wir wollten einheimische Spinnen untersuchen. Da hat sich ja eigentlich noch gar keiner so richtig drum gekümmert. Und unter den Einheimischen, die schönste ist die Wespenspinne Argyrpe brünnichi. Und eine Mitarbeiterin bei uns macht sehr, sehr hervorragende mikroskopische Arbeit. Die Henrike Schmidberg macht immer alles, was wir so am Mikroskop brauchen für uns. Hier sieht man nochmal den Giftapparat der einheimischen Wespenspinne. Man kann diese Klauen recht gut erkennen, die auch so gegenläufig beißen. Und so wird das Gift injiziert. Das sind diese sogenannten Chelizeren. Wie allerdings der Giftapparat innen im Detail aufgebaut ist, das weiß man gar nicht. Selbst morphologische Studien sind hier noch vielversprechend, also um das aufzulösen, wie das klappt. Und die Henrike hat dann unglaublich viele Schnitte hergestellt durch den ganzen Giftapparat und im Mikroskop das untersucht und kann dann sehr schön rekonstruieren, wie da verschiedene Abschnitte sind. Man muss sich das auch so vorstellen, das ist interessant, weil wenn da so dieses ganze Gift so komplex ist, wird das jetzt von einer Drüse gebildet oder gibt es verschiedene Bereiche, die Moleküle für den gesamten Giftcocktail beisteuern. Wenn man das mal so schematisch darstellt, das ist das Endergebnis. So sieht die Giftdrüse aus, wie sie dastehen. Und wir können also in diesen Giftkanälen, da sind verschiedene Schnittebenen, 1, S1, S2, S3, S4, da sieht man eben, wie dieser Giftkanal aufgebaut ist, wo sekretorisch aktive Zellen sitzen, wo wird das Gift dann also dann auch produziert, um die Beute zu schlagen. Das war jetzt erstmal einfach, wie gesagt, eine morphologische Arbeit, finde ich super spannend, sowas sich auch nochmal anzugucken. Wir müssen das Tier, aus dem wir jetzt ja die ganzen Moleküle isolieren, auch kennen und wollen auch die Strukturen kennen, die an der Produktion der Gifte beteiligt sind. Und dann haben wir wieder eine große Plattform aufgebaut. Wir haben also das Gewebe und die Giftdrüsen entnommen, haben auch hier wieder mit Illumina sequenziert, also das gesamte Transkriptom gemacht. Es ist eine Pipeline, man sieht es schon, dass die einzelnen Projekte dann sehr ähnlich sind. Dieses gestreamlined, optimiert worden jetzt an verschiedenen Projekten. Wir haben also das gesamte Gift mit proteomischen und transkriptomischen Methoden untersucht und dann geguckt, was da rauskommt. Und dann waren wir so ein bisschen erstaunt, dass das Gift der Wespenspinne im Vergleich zu anderen recht simpel aufgebaut ist. Da sind wenig Neurotoxine drin. Und wir haben aber auch neue spannende Sachen gefunden und stellt sich die Frage, wieso haben die nicht solche Neuropeptide? Und da
ist es wahrscheinlich so, dass so eine Produktion von Gift kostet ja auch Ressourcen. Diese ganzen verschiedenen Moleküle herzustellen, kostet was. Gleichzeitig braucht man Ressourcen, um ein so wunderschönes Netz aufzubauen, das zum Beispiel, wie hier noch sehen kann, diese Zickzackstruktur, das sogenannte Stabilimент umfassen, das wahrscheinlich der Tarnung der in Mitte des Netzes sitzenden Spinne dient. Und die Wespenspinnen sind nun dafür bekannt, dass bevor die die Beute, das Gift nicht sind, erstmal die gut einwickeln. Das heißt, wenn ich sie gut wickle, gebe ich sehr viel, investiere ich in die Seide. Dann brauche ich also kein sozusagen ein Gift haben, was sehr viele Neurotoxine hat und sofort lähmt. Das scheint auch hier gibt es immer eine Balance. In der Evolution gibt es immer verschiedene Selektionsdrucke, die dann dazu führen, dass der ganze Giftcocktail entsprechend an die Beute und an die Lebensweise angepasst wird. Und was wir so alles gefunden haben, sind verschiedene Proteasen, zum Beispiel Astazin, ähnliche Substanzen interessant. Auch welche MIT-Atrakotoxine, also es gibt bestimmte Neuropeptide, die da drin sind. Und uns interessieren es halt, welche nehmen wir da weiter für die Untersuchung rein. Und was wir bei der Wespenspinne gefunden haben, dass im Gegensatz zu vielen anderen Spinnen große Proteine dominieren, also wirklich Enzyme, die da drin sind. Und so einen ähnlichen Trend hat man schon zum Beispiel bei anderen Kreuzspinnen schon gefunden. Und das bildet wahrscheinlich dieses Dilemma ab zwischen die Investitionen, die ich in das Gift oder in den Seide stecke. Und genau hier sind wir jetzt dabei, also noch verschiedene Kandidaten synthetisch herzustellen. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Und sie dann den Kollegen zu geben, die dann testen, ob es gegen Schmerz, Diabetes, Tumor und Sepsis wirkt. Dann ein Projekt, was ich sehr spannend fand, auch weil es mal ein mariner Organismus ist. Es gibt ja sowas wie Schnurwürmer. Das ist eine ganz rein marine Form, systematisch sehr eindringlich. Da hat man überhaupt noch nichts gewusst. Sie stehen sehr separat. Die leben sozusagen am Meeresgrund. Und die haben auch eben hier so ein Stylet. Die können also auch mit wie ein Giftpfeil abschießen und sind auch mit einem Gift verbunden. Und das ist jetzt ein schönes Paradebeispiel. Über diese Schnurwürmer weiß man sehr wenig. Und deshalb haben wir hier das ganze Genom sequenziert und haben aus den genomischen Daten eben versucht zu extrahieren, was dann davon alles für Komponenten Gift produzieren sind. Und da sind also viele Enzyme drin, also Eiweiße, zum Beispiel proteolytische Enzyme, auch solche schleimbildenden Proteine. Für mich ganz besonders wichtig sind die Metalloproteasen, mit denen ich mich lange Zeit beschäftigt habe. Da sind also ganze Familienvertreter drin. Metalloproteasen sind insofern bei Giften wichtig. Da haben wir keine Inhibitoren. Also Metalloproteasen können alles zerknacken, bestimmte. Und die giftigsten Substanzen, die man überhaupt kennt, sie sind allesamt Metalloproteasen. Vom Namen her ist bekannt, Botulismus, Neurotoxin, Tetanus. Neurotoxin. Das sind eben alles Metalloproteasen und hier sehen wir, dass in diesem marinen Schnurwurm eben sehr viele Metalloproteasen enthalten sind. Das ist sicherlich eine ganz spannende Ressource. Weiterhin wurden darin neue Neurotoxine entdeckt, also Peptide, von denen wir annehmen, dass sie auch mit dem Nervensystem interagieren. Interessant ist, dass manche Gifte, die man dort findet, in ganz anderen Tiergruppen schon mal ähnliche nachgewiesen wurden, zum Beispiel in den Seesternen. Auch hier zeigt sich wiederum ganz spannend ist, dass jetzt je mehr Daten man hat, je mehr man sequenziert, desto größer ist das Spektrum und desto mehr Einblicke kriegen wir in die Evolution der Tiergifte. Also nicht nur von der Translation her wichtig, sondern auch evolutionsbiologisch ist das ein unheimlich spannendes Forschungsgebiet. Und da, wie gesagt, sind noch verschiedene neue drin. Das jetzt im Detail, das ist, glaube ich, für den meisten Hörer zu kompliziert. Aber dass wir jetzt in Meerestieren sozusagen auch eine neue Ressource aufgetan hat, das ist spannend. Evolutionsbiologisch interpretieren wir das dahingehend, dass diese Schnurwürmer wahrscheinlich von aasfressenden Würmern abstammen. Und irgendwann sind aus diesen Aasfressern eben aktive Jäger gebraucht. Und ein Jäger braucht nun mal irgendein Gift, um seine Beute zu erlegen. Möglicherweise ist das Gift auch ursprünglich als Verteidigungsmechanismus entstanden und es ist dann eine als abgeleitete Funktion, dient es dann der Verteidigung und dem Beutefang. Also das ist das, was wir jetzt bei verschiedenen Tiergruppen versuchen zu rekonstruieren, wie der Giftcocktail in der Evolution zustande ist und wie es zu interpretieren ist. Ab wann kann eine solche Tiergruppe neue Gifte in der Evolution sozusagen erfinden und sie dann einsetzen? Dann abwechselnd. Um Mut zu machen für die Forschung in der Zukunft, möchte ich diese Positivbeispiele nochmal erwähnen. Zum Beispiel das hier ist die im Süden der USA in den Wüsten vorkommende Gila-Krustenäxte.
aus ihrem Speichel hat man einen, die ist auch giftig. Das zeigt ja auch diese grelle Farbe. Und aus diesem hat man ein Peptid isoliert, das Exendin. Und das wird heute zur Therapie von Typ-2-Diabetes eingesetzt. Hier ist also ein Paradebeispiel dafür, dass ein Gift hier untersucht wurde, eine neue Substanz gefunden wurde im Peptid. Man konnte es einer Funktion zuordnen. Das ist auch mit einer der Gründe, warum wir in Kooperation mit Herrn Fürst und Herrn Geislinger auch in Richtung Diabetes testen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht auch da in den Gifttieren was Neues finden. Und was auch ganz bekannt ist, sind die Kegelschnecken. Aus der Kegelschnecke, aus einer Art, wurde das Omega-Konotoxin isoliert und charakterisiert. Und das wird synthetisch hergestellt. Zoconotid heißt es, und das wird zur Behandlung chronischer Schmerzen eingesetzt. Also wirkt stärker als Morphium. Und der Grund dafür ist, diese Aufnahme habe ich auf den Malediven gemacht nachts. Diese Kegelschnecken sind eben, die werden sehr so groß, sind aktiv und sind Fischjäger. Und wenn Sie einen Fisch sehen, dann haben sie eine Zunge, eine Radula, die wie eine Harpune vorgestreckt wird. Und dann pieken die den Fisch. Und der muss ja dann sozusagen, wenn der jetzt erst 5 Minuten noch zappelt oder wegschwimmen kann, kriegt die Schnecke den nicht. Das heißt, die haben extrem schnell wirkende Nervengifte. Und deshalb ist es auch klar, warum hier die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass man eben dieses Konotoxin, dass eine Substanz entdeckt wurde, die man dann zur Schmerztherapie einsetzen konnte. Und bereits erwähnt hatte ich den Wirkstoff Captopril, den Blutdrucksenker, der am Anfang genannt wurde. Also von diesen Positivbeispielen inspiriert, hoffen wir, dass wir früher oder später auch dazu beitragen, dass die Welt besser ist, als wir sie vorgefunden haben, dass wir ein neues Medikament entwickeln können oder ein neues Insektizid und hoffen, diese Ressource zu erschließen. Ich muss mich hier bei meinem Team bedanken. Ich habe also unheimlich motivierte Leute, also wirklich ganz toll, begeisternd. Der Tim Lüdecke, das ist für mich, der hat gerade, wie gesagt, promoviert, sogar mit Summa Cum Laude. Er wird jetzt bei uns auch eine eigene Abteilung aufbauen für Tiergifte. Björn von Romans, einer der Experten, die sich sozusagen mit der Evolution dieser Gifte beschäftigt. Die Anne Paas hilft uns bei der rekombinanten synthetischen Herstellung dieser Gifte. Die Mirai Tong ist als Postdoktorandin auch zum Beispiel an dem Raubwanzenprojekt beteiligt. Und ganz wichtig für uns sind der André Bellion und der Ivan Kolodorov, denn die bringen das ein, was ich nur gar nicht gut kann, Bioinformatik. Ohne deren Expertise, diese Bioinformatik-Plattform aufzubauen, könnten wir keine Tiergifte bearbeiten. Das heißt, wir müssen aus den gewaltigen Transkriptom- und Genomdaten dann diese Wirkstoffkandidaten identifizieren. Und da haben beide also wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Und ganz doll muss ich mich bedanken bei dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das HMWK, dass er dieses Förderprogramm hat, das LOEWE, die sogenannte Landesoffensive für die Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz. Die haben einerseits das LOEWE-Zentrum gefördert, dem ich vorstellen kann. Wir hatten damals mit einem Schwerpunkt angefangen, 4 Millionen bekommen. Wir haben dann 6 Jahre lang jeweils 6 Millionen bekommen, also insgesamt 36 Millionen und haben vor kurzem auch nochmal eine Auslauffinanzierung in Höhe von 5,8 Millionen bekommen. Die ist also sehr erfolgreich. Und die erste Förderphase sozusagen bei LOEWE TBG läuft jetzt auch und wir hoffen, dass wir verlängert werden, dass wir weitere Förderung bekommen, unter anderem auch für die Erforschung der Tiergifte, wo wir jetzt eben erfolgreich diese Plattform aufgebaut haben. Und mit der LOEWE-Förderung wurde auch, wie gesagt, ein Neubau finanziert für das Fraunhofer-Institut in Gießen. Das ist von außen, sieht man, so ein bisschen einem Bienenhotel nachempfunden. Dieser Forschungsneubau wurde letzten Oktober, Ende Oktober übergeben. Wir hatten das Glück, kurz bevor die Infektionszahlen nach oben geschossen sind, sonst hätten wir das abblasen müssen. Und wir haben glücklicherweise Herr Bouffier da gehabt und Herr Gebraun, die uns sozusagen mit ihren Reden und Grußworten viel sozusagen Zustimmung gezeigt haben und wollten auch ausdrücken, wie wichtig ist, ein solches Fraunhofer-Institut eben in Hessen zu haben, das solche translationale Forschung betreibt und für die Industrie eine neue Wertschöpfungskette eröffnet. Denn ohne solche neuen Bioressourcen können wir eben nicht der Industrie dienen und ihnen damit die Entwicklung von neuen Substanzen ermöglichen. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass meine kleine Tochter, die Lina, auch zuhören konnte, denn die hat irgendwie das mitbekommen, meine Liebe zum Schlangen, und ist selbst jetzt begeistert von Schlangen, hält selber jetzt im Terrarium welche und ich hoffe, das ist zwar zu weit weg, aber ich hoffe, dass sie wenigstens ein bisschen was auch mitbekommen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank, Herr Wilczyckas, für diesen tollen Vortrag und diese vielen positiven Beispiele auch. Ich hoffe auch sehr, dass solche Vorträge dazu beitragen, vielen Leuten vielleicht doch die Angst vor diesen Tieren und die Sorge, dass ihnen mit denen was passiert, auch zu nehmen. Wir haben jede Menge Fragen tatsächlich schon im Chat. Ich fange mal an, ich habe sie ein bisschen sortiert von allgemeiner zu spezifischer.
Hier kommt eine Frage, in welche chemischen Klassen teilen sich die Tiergifte auf? Sie nannten Peptide, gibt es noch andere? Ja, also das hatte ich versucht am Anfang so ein bisschen in den Folien zu zeigen. Wir fokussieren jetzt so ein bisschen auf Peptide und Proteine, ganz einfach, weil man sie rekombinant herstellen kann. Es gibt aber noch andere Gruppen, zum Beispiel die biogenen Amine oder das zum Beispiel Alkaloid, wie ich das Harmonin gezeigt hatte. Deswegen habe ich versucht, aus beiden, aus verschiedenen Bereichen das zu bringen. Peptide und Proteine, wie gesagt, kann man herstellen relativ einfach, biotechnologisch. Bei den anderen Substanzen, die können ja noch so toll sein, ist es oft schwierig, die synthetisch herzustellen, wenn es sich um komplexe Moleküle handelt. Ja, dann eine nächste Frage. Es gibt Milliarden von Naturstoffen. Warum erwartet man gerade von Giften besondere pharmakologische Wirkungen, die für uns Menschen nutzbar sind? Ich hoffe, dass das so ein bisschen durch den Vortrag rausgekommen ist, denn das sind Substanzen, die sind ja nicht wahllos in die Giftdrüse gestreut, sondern über Millionen Jahren wurden die optimiert. Das heißt, die Natur hat ja jeder Wirkstoff hat ja eine bestimmte Funktion, was er in der Beute macht. Entweder das Nervensystem außer Kraft zu setzen. Bei den Spinnen zum Beispiel, warum finden wir so viele Enzyme? Weil die eben auch mit dem Gift schon anfangen, die zu verdauen. Da werden ja auch Verdauungsenzyme injiziert. Also das heißt, alle Komponenten sind in der Evolution optimiert und deshalb hatte ich das Wespenspinnenbeispiel gebracht. Wenn jetzt die Wespenspinne sehr anfängt, auf einmal ganz toll die Beute einzuspinnen, dann muss sie mehr in die Seide investieren, dann werden auch bestimmte Neuropeptide wieder reduziert, weil man sich einfach Sachen produzieren kann, die nutzlos sind und nur was kosten. Da herrscht also ein ganz starker Selektionsdruck, den Giftcocktail zu optimieren. Und deshalb wollen wir lernen, von der Natur inspiriert. Wenn ich einen Nervengift suche, dann gehe ich dorthin. Wenn ich jetzt Insektizide, Substanzen suche, dann gehe ich eben dorthin oder untersuche solche Tiere, die Insekten fressen. Also da nimmt Ihnen die Natur quasi schon mal einen wichtigen Arbeitsschritt schon mal ab. Hier, wo es gerade darum ging, dass die Produktion der Gifte ressourcenintensiv für die Tiere ist, kam die Frage, warum sind Gifte für Menschen gefährlich, wenn die übliche Beute oft mehr als 100 oder 1000 Mal kleiner ist? Warum wird so viel von der aktiven Substanz produziert? Warum so ein Overkill? Nun, die aktive Substanz, die wird ja relativ, die ist ja recht winzig. Schauen Sie sich zum Beispiel jetzt hier so eine Kegelschnecke an. Die absolute Menge, aber da die auf die Wirkung optimiert sind, heißt es eben, dass die Giftmenge auch ausreichend, um uns zu töten, auch wenn wir nicht unbedingt zum Beuteschema gehören. Nicht? Das Gift der Kegelschnecke ist optimiert worden, um Fische zu töten. Das sind aber Wirbeltiere. Die haben ähnlich, also auch Nervensystem, so ähnlich wie wir. Und die sind so optimiert, dass die ganz schnell töten können. Und da müssen Winzmengen ausreichen, denn die kann ja mit ihrer Zunge nur ganz wenig injizieren. Und wenn das Zeug dann so toxisch ist, können auch Menschen dran sterben. So, dann kam hier noch eine Verständnisfrage, die mir durchgerutscht war. Werden die Begriffe Toxin und Venom synonym verwendet oder unterscheiden sie sich? Wie ist genau die Definition? Im Deutschen ist Toxin und Gift immer dasselbe, aber im Englischen wird es zwischen Poisons und Venoms unterschieden. Nicht? Also ein Tier kann giftig sein, also einfach nur, weil es Gift einlagert im Körper. Und Venom wird dann gesprochen, wenn es richtig injiziert und eingesetzt wird. Also im Englischen gibt es eine andere Unterscheidung, als wir die im Deutschen haben. Da ist alles einfach nur Gift. Dann die Frage hier, warum sind Gifte von Spinnen, Schlangen und Quallen vor allem in Australien oft so besonders gefährlich? Wie erklärt man sich das? Tja, das muss die Evolution dort eben favorisiert haben, dass der Inline-Tarpan, warum der nun das stärkste Gift hat, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber wir finden nun mal in Australien besonders viele Gifttiere, die besonders starke Gifte haben. Aber letztendlich, wie gesagt, wenn man genauer guckt, kann man auch Tiergifte bei uns finden. Deswegen, wir untersuchen zum Beispiel jetzt Feuersalamander. Also wir müssen jetzt nicht tropische Pfeilgiftfrösche untersuchen, um Gifte von Amphibien zu untersuchen. Australien hat eben aufgrund seiner Isolation oder so wie es dort eben stattgefunden hat, hat es eben die Entwicklung von Schlangen und dergleichen begünstigt, die mit Gift jagen. Aber wenn man genau guckt, sieht man in Afrika, die kommen ja überall vor. Nur da sind es eben bekannte Vertreter. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass da eine Aufmerksamkeit ist, weil dort öfter Leute gebissen werden. Da, wo man mit, sagen wir mal, Schlangenbissen zu tun hat und auch forschen muss, damit man Gegengift hat, ist es bekannter als in Bereichen, wo man weniger Möglichkeiten zur Verfügung hat. Wenn in vielen Ländern Afrikas eben Leute gebissen werden, kümmert sich ja da weniger drum. Das Gegengift ist gleich wieder ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Helfen die neuen Methoden auch bei der Identifizierung oder Synthese von Gegengiften?
Eigentlich weniger, weil das nicht so unser Ziel ist. Das machen andere, die solche Gegengifte herstellen. Zum Beispiel, dann werden ja geringste Giftmenge in einem Pferd injiziert, das dann Antikörper zum Beispiel produziert. Das ist nicht unsere Baustelle. Also da, wir gehen wirklich darum, die Wirkung, die Funktion der Gifte zu analysieren. Es kann aber auch sein, dass manche Gifte kontrastierende Wirkung haben. Nicht? Der eine regt die Nervenleitung weiter an, der andere hemmt. Dann kann es also sein, dass man mit dem einen Gift das andere ein bisschen neutralisieren kann. Aber das ist nicht auf unserer Forschungslinie. So, und dann fragt jemand, warum erforschen Sie jetzt speziell Tiergifte? Weil über die, die bisher weniger bekannt ist, weil die Pflanzengifte schon breiter erforscht sind? Oder was ist der Grund? Ich bin leidenschaftlicher Zoologe, ich bin leidenschaftlicher Taucher, ich kenne durch meine Aktivitäten eben viele Gifttiere. Ich habe jetzt die ganze Zeit eher auf Insekten fokussiert und jetzt hier in dem neuen Löwe-Zentrum bot sich mir die Möglichkeit, diese Idee Animal Genomics aufzubauen, einfach an. Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, aber man muss, um so eine Plattform auch zu bekommen, einen Fördermittel haben, also größere Menge an Geld, um sowas aufbauen zu können. Und da habe ich jetzt erstmalig in meinem Leben die Gelegenheit bekommen, eine solche Plattform zu realisieren. Und nicht nur das Geld war wichtig, sondern auch die passenden Mitarbeiter zu finden, die dann genauso mit Herzblut dabei sind, also dieser Sache sich widmen und dann mit denen man sowas aufbauen kann. Und Pflanzen sind also generell einfach gar nicht in ihrem Fokus, weil sie Zoologe sind und das erforschen. Genau. Aber da gibt es ja auch viele Giftstoffe, die auch schon lange als Heilmittel verwendet werden. Aber wir können ja nicht alles machen. Wie gesagt, es kommt einfach dadurch, dass ich mich schon länger mit Tiergiften also beschäftige und auch durch meine Unterwasser-Hobbys viel mit denen zu tun haben. Ich habe also eine riesen Bildsammlung aus Tiergiften, also Gifttiere. Und die mal systematisch als Bioressource zu erschließen, das hatte ich schon sozusagen auf dem Radar, als ich das Fraunhofer-Institut konzipiert habe. Aber da musste ich erst mal anfangen, erst die Insektenbiotechnik. Sie können nicht mit allem auf einmal kommen, dann glaubt Ihnen das keiner. Aber jetzt ist die Zeit gekommen und im Fraunhofer-Gebäude wird also eine ganze Abteilung da installiert werden, die das dann also in Zukunft auch verstetigt, dass das nachhaltig ist und dass wir dann auch über die nächsten Jahre hinweg diese Pipeline weiter füllen können. Ja, das klingt doch spannend. Die Arbeit wird Ihnen nicht ausgehen. Hier kommt jetzt noch eine Frage. Ab welchem EC50-Wert gilt ein Wirkstoff denn als hochwirksam? Uff, da fragen Sie mich was. Hochwirksam, wenn man stirbt. Das heißt, da bin ich überfragt, da muss ein Gerichtsmediziner das wirklich überlegen. Also, weil Sie das ja wahrscheinlich auf den Menschen beziehen, den nehme ich mal an. Vielleicht. Wann ist, ich nehme mal an, dass es die Frage darauf zielt, ab welchem, denn das ist unterschiedlich, ob ich das jetzt bei zum Beispiel im mikromolaren Bereich, es ist eine andere Definition, ob ich eine Substanz identifiziere, ob sie geeignet ist, dazu muss sie in sehr geringsten Konzentrationen wirken. Wenn ich also sehr viel von dem Material habe, taugt es auch nicht. Deswegen sind die EC50-Werte erstmal dann so entscheidend, mache ich zum Beispiel aus dem Harmonin was oder nicht, dass es dann Bakterien tötet, erst in hohen Konzentrationen, ist zwar nett, aber das ist dann für die Anwendung schlecht. So, jetzt wird es hier noch spezieller. Wie wird bei der Sequenzierung des ganzen Gifttieres oder der Giftdrüse identifiziert, welche Gensequenzen speziell zu Synthesewegen von Giften gehören? Gibt es nicht auch jede Menge anderer Gene, die womöglich über die Datenbank nicht zugeordnet werden können, aber keinerlei Funktion für den Giftapparat übernehmen? Ja. Das ist klar, dass wir nicht alles haben. Wir fokussieren. Die Synthesewege sind uns auch eigentlich gesagt etwas, was wir nicht auf dem Schirm haben. Uns geht es ja wirklich um die Komponenten, um ein Gen, das für ein Peptid oder ein größeres Eiweiß kodiert, das eine Funktion hat. Das kann ich dann, wenn ich dieses Gen habe, wie gesagt, rekombinant herstellen, also künstlich das herstellen und bereitstellen. Wie es in welche Synthesewege jetzt in den Gifttieren drin, ist vielleicht auch interessant, aber nicht unbedingt auch auf unserem Schirm. Wir fokussieren dann wirklich eher auf die Produkte. So, wir haben noch mehr Fragen. Also heute Abend haben Sie wirklich da großes Interesse geweckt. Hier fragt jemand, gibt es auch Assays für zum Beispiel Leishmaniose oder Bilharziose? Oder wie kommt man darauf, dass ein gefundenes Molekül beispielsweise Pärchenegel trennen kann? Das hatte ich auch, dann war ich vielleicht ein bisschen schnell. Wir haben halt hier in Gießen ein Löwe-Zentrum Druid. Dort wird erforscht, wie man tropisch vernachlässigte Tropenkrankheiten bekämpfen oder heilen kann. Man sucht also auch nach neuen Medikamenten. Und die Tiermedizin, zum Beispiel der Professor Grevelding, hat eben solche Assays im Labor. Der hat eben Pärchenegel, züchtet die. Und dort können wir dann auch im begrenzten Umfang
Moleküle einspeisen und dort testen, ob die funktionieren. Und diese Plattform wollen wir eben auch erweitern in Zukunft, nicht? Es gibt auch Gruppen hier, die gegen Malaria testen können. Aber hier war innerhalb der Uni eben die Chance da, dass wir kooperieren und dass das eine Löwe-Zentrum mit dem anderen was zusammen macht. Und das, diese Kooperation, diese Achsen, die neu aufgebaut werden, das ist das, was wir in Zukunft weiter forcieren möchten. Das heißt, wir brauchen aber von jedem Stoff eine gewisse Menge, dass ich Herrn Grevelding was für die Bilharziose im Test geben kann, anderen Kollegen eben was geben, die dann gucken, ob es im Tumorbereich wirkt. Sie sehen schon, je mehr Tests Sie haben, desto mehr Substanzen brauchen Sie und die können die Leute alle gar nicht sozusagen bedienen, wenn sie nicht eine Plattform haben für die Synthese. Da sieht man dann, warum man so einen strategischen Weg geht. Genau dieses Konstrukt ist eigentlich der einzige Weg, um systematisch und gezielt zu neuen Medikamenten zu kommen. So, noch eine Frage, die hier gekommen ist. Warum sind gerade die Gene für Gifte für die phylogenetische Rekonstruktion so interessant? Sind nicht alle Gene grundsätzlich zur phylogenetischen Rekonstruktion geeignet? Ja, man kann andere Gene auch nehmen, aber hier ist es eben so, dass sie in der Evolution einen Selektionsdruck haben. Es gibt ja Gene, die sich in der Evolution wenig verändern. Die sind vielleicht für andere Fragestellung besser geeignet, aber auf diesen Giften liegt ein hoher Selektionsdruck, nicht? Also wenn sich zum Beispiel Spinnen diversifizieren, verschiedene Gruppen, hat jedes Taxon spezialisiert sich vielleicht auf unterschiedliche Beutetiere, was sich dann auch wieder in dem Giftcocktail widerspiegelt. Es ist nicht eine Methode der Wahl, sondern Genomsequenzen werden herangezogen. Man kann den Giftcocktail nutzen, Morphologie, je mehr verschiedene Merkmale man hat, desto mehr besser kann man einen schlüssigen Stammbaum aufbauen. Und es ist nun mal auch bei den Spinnen so, dass der Stammbaum da wirklich noch offene Fragen hat. Die einen, die nur, sagen wir mal, morphologisch und nach bestimmten Eigenschaften gehen, so war es früher. Zum Beispiel hat man das ganze Spinnenreich unterschieden in Krebulate und E-Krebulate. Das heißt, die einen haben auf den Fangnetzen Leim und die anderen nutzen sozusagen Fangwolle, die sie drauf tupieren. Dafür haben sie spezielle Strukturen wie das Calamistrum entdeckt. Wenn man jetzt aber sequenziert, sieht man, dass dieser Stammbaum so auch nicht mehr haltbar ist. Und wenn Sie jetzt noch zusätzlich noch die Tiergifte dazuschalten, haben Sie unterschiedliche Informationsquellen und können dann versuchen, eine plausible Rekonstruktion zu machen. Der Giftcocktail, das Spektrum und die Sequenz der Wirkstoffe, die darin enthalten sind, können eben auch wertvolle Hinweise liefern. Also Spinnensystematik ist auch noch nicht sehr weit fortgeschritten. Ich muss das sogar sagen, weil in den Zoologievorlesungen, die ich früher gemacht habe, habe ich Sachen erzählt, also das war der Stand der Dinge damals und der ist heute überholt. Das heißt, heute weiß man, die sind mit denen verwandt, das hier ist mehrfach unabhängig erstanden. Da staune ich selber, wie rasch sich da die Erkenntnisse neu sortieren und man zu anderen Sichtweisen kommt. Ja, das ist hier bei uns bei Senckenberg auch, das wird dauernd neu sortiert, neu taxonomisch geordnet, das haben wir hier auch vor Augen. Eine letzte Frage ist noch gekommen. Inzwischen sind auch viele Gifttiere in europäischen und deutschen Terraristik-Hobby verbreitet. Kann an in Deutschland nachgezüchteten Tieren geforscht werden oder gilt auch dort das Nagoya-Protokoll? Das ist so eine das ist so eine Frage, die ist nicht ganz einfach zu beantworten. Theoretisch könnte ich in jeden Zoo gehen und mir dort eine Schlange sozusagen und die melken. Es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Dauer an, wie lange man die da schon hat oder so. Das ist noch so nicht, also ich würde da nicht 100% sind. Deswegen bearbeiten wir nur Tiere, wo wir sozusagen auch wirklich 100% wissen, dass es Nagoya-konform ist. Nicht? Wenn wir deswegen hatten wir ein australisches Skorpion gemacht, weil wir dort eine Postdoktorin haben, die gekommen ist. Also wir müssen dann immer solche Wege finden und deshalb glaube ich, dass es auch wirklich zielführend ist, erstmal zu arbeiten an den Gifttieren, die wir hier haben. Und da gibt es so viele, da geht uns die Arbeit nicht aus. Und selbst auch kleine, zum Beispiel, es gibt eine Gruppe in Bonn, die machen Bücherskorpione. Ja? Das sind ganz kleine Spinnenverwandte, die sind so winzig. Die werden auch, haben auch Gifte und die zu untersuchen, das ist auch sehr spannend. Und jetzt kam doch noch eine allerletzte Frage, bei der ich es dann auch belassen wollen würde. Nochmal zu Marienkäfer. Wie weit ist denn die Forschung bei dem Harmonien? Ist man da schon in der klinischen Prüfung oder ist es auch noch Grundlagenforschung? Also zunächst einmal ist es so, dass es verschiedene Publikationen gab, wie man das Harmonin sehr effizient künstlich herstellen kann. Aber diese klinische Forschung, die ist wieder teurer. Dazu muss irgendeine Firma auch Geld geben. Also irgendjemand muss dann jetzt auch bezahlen. Und bei diesen vernachlässigten Tropenkrankheiten zum Beispiel, da ist der Markt zu klein. Da sind die zu erwartenden Gewinne so nicht überzeugend, dass jetzt eine Firma wirklich darin investiert, da große Studien zu machen. Wir wissen ja, dass die Entwicklung eines Medikaments, wie zum Beispiel Antibiotika, bis zu 1 Milliarde verschlingt.
Und so viel Geld, also das kann auch sehr spät dann wieder rausfliegen, weil es Nebenwirkungen hat. Irgendwie kommt dann raus, dass dann doch die eine oder andere Nebenwirkung ist. Wir haben spannende Aktivitäten, ja. Also es ist wirklich toll, wie das wirkt. Und wir haben ja keine Alternativen. Also neben den Harmonien ist mir nichts weiter bekannt, was jetzt gegen genauso gut da jetzt noch wirkt. Aber es muss Geld dafür gemacht werden. Das ist ja der Grund, warum es ein Löwezentrum gibt. Hier wird mit Steuergeldern versucht, an diesen vernachlässigten Tropenkrankheiten zu arbeiten, neue Strategien zu entwickeln, weil eben zu wenig Interesse bei Pharmariesen besteht, in diese Krankheiten, in die Medikamente dieser Krankheiten zu investieren. Ja, Ihnen vielen Dank, dass Sie das tun. Auch hier aus der Teilnehmerschaft im Chat und so kamen viele, viele Dankesbezeugungen und für den spannenden Vortrag und für die tolle Forschung und die Einblicke in das Team und die Arbeit. Und oh, jetzt kommt hier noch was im Chat. Auch nochmal vielen Dank für den Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Ja, auch von meiner Seite nochmal, das war wirklich toll. Jetzt würde ich hier mal Sie Ihren Bildschirm wieder rausnehmen und einen kurzen Moment, nee, was sehen wir jetzt? Ich habe hab ich mal die Teilen freigenommen. Genau, ich bin jetzt wieder bei mir in der Ansicht. Nochmal ganz herzlichen Dank, auch herzliche Grüße an Ihre Tochter. Melden Sie sich, wann immer Sie mit ihr nach Frankfurt ins Museum kommen möchten, wenn Sie mal wieder, wenn das bald mal wieder offen ist. Wir haben aber auch digitale Führungen, wenn Sie das mal machen möchten. Also das war ihr vorletzten Geburtstag, war das ihr größter Wunsch, und der Kollege Steffen Pauls hat sogar Ach, hat das schon. hat uns da eine Führung in die Geheimgänge gezeigt. Also sie waren ganz begeistert. Die kommt wirklich Hin. ganz gerne wieder mit. Wunderbar. Ja, dann ganz herzlichen Dank Ihnen, trotz all Ihrer zahlreichen Beschäftigung, für den Vortrag. Und ich möchte dann noch vielleicht auf die kommenden Wochen hinweisen, wo wir eigentlich am 12. Mai Genome und Gradienten, wie passen sich Organismen an Klimazonen an, hätten. Dieser Vortrag muss leider ausfallen. Und wir arbeiten zwar noch an einem Ersatz, der ist aber noch nicht spruchreif. Wenn wir das in trockenen Tüchern haben, finden Sie das alle auf der Webseite www.senckenberg.de/Bauplan der Natur. Wenn das nicht klappen sollte, dann sehen wir uns leider erst am 26. Mai wieder, also in 4 Wochen, mit einem Vortrag, wo es auch um die Umweltveränderungen gehen, wie die sich in der genetischen Vielfalt von Tieren und Pflanzen widerspiegeln. Ja, damit wäre es das auch dann von meiner Seite. Nochmal herzlichen Dank an Sie für Ihren tollen Vortrag.